allerdings nach spätestens 10 Turnieren dann in die nächste Startklasse wechseln. Ja, beginnen wir gleich mit dem ersten Ball. Ich glaube, eins müssen wir noch erklären, weil es auch Ihnen gefragt, ich nehme gerade auf die Tafel von den Wertungsrichtern, die offene Wertung, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, ja, die gab es, also wie unsere Rock'n'Roll-Freunde, die uns schon seit Jahren immer treu, die Treue halten und zu unseren Turnieren kommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Die werden jetzt wahrscheinlich gewartet haben, auch auf die offene Wertung, die gibt es seit diesem Jahr nicht mehr, und zwar auch aus dem Grund, damit man wirklich bis zum Schluss die Spannung hat und man wirklich erst bei der Siegerehrung weiß, wer denn dann das Turnier gewonnen hat und wer in welcher Platzierung ist. So, und jetzt gehen wir es an. Finale, der Einsteiger, das erste Paar. Als erstes sehen wir das Paar mit der Startnummer 8, Rafael Zamiatala und Lorena Motto vom Rock'n'Roll und Formation 88. Nummer 12, Markus Walland und Rebecca Mitterbauer. Topschauer aus Köln. I'm not afraid.
Das nächste Paar, Start Nummer 10, Sebastian Hanl, Margret Süß vom Hot Rock Dancers Pandora. Stahlmann, Christina, Wagner, Hot Rock Dancers, Pandorf. Time.
Erfahrung in der Klasse Einsteiger. Und zwar, wir bleiben in Parndorf. Das ist das Paar mit der Startnummer 11, André Oberil und Sophia Horvath. Hot Rod Dancer Parndorf. Alexander Manz und Melanie von Hot Rod Dancers Parndorf. Sweet life.
hoffe auch, dass ihr das nächste Paar so tatkräftig unterstützen und mitklatschen. Und zwar geht es jetzt wieder in die Steiermark. Wir haben am Start das Paar mit der Startnummer 23, Dominik Rieger und Jacqueline Wagner vom Rock'n'Roll Club 1988. Traum, Startnummer 27, Matthias Feichtinger und Sandra Krebsleitner. Startnummer 25, Raphael Meisel und Verena Lampeter vom Rock'n'Roll.